Ich lebe in einem kleinen Dorf in North Hampshire namens Sherborne St. John, ungefähr 1000 Seelen. Und wir haben ein riesiges Herrenhaus im Dorf. Es wird Sie kaum überraschen, dass es der gemeinnützigen Organisation National Trust gehört, eine aus Ziegeln gemauerte Villa aus der Tudor-Zeit, früher Eigentum der Familie Soames, bis der National Trust sie übernahm. Es ist ein wunderschönes altes Gebäude mit großen Fenstern und dezenten Ziegeln. Doch irgendwann in der Geschichte des Hauses verschandelte die Familie Soames die Hauptfront, die dem See gegenüber lag, mit einem griechischen Säulenvorbau. Jetzt gibt es hier korinthische Säulen und darüber ein Giebeldreieck. Es sieht absolut deplatziert aus. Jedes Mal, wenn ich das sehe, beleidigt es mein Empfinden, wer auch immer es dorthin gestellt haben mag. Das erinnert mich jedes Mal an Genf. Als ich einmal Genf besichtigte, wollte ich die St. Petrus-Kathedrale sehen, in der sich die Reformation von Johannes Calvin ereignet hatte. Die St. Petrus-Kathedrale ist natürlich ein mittelalterlicher gotischer Bau mit sich zum Himmel aufschwingenden Bogengängen und Strebewerken. Ein typisches altes Gebäude der Gotik. Innen ist es sehr schmucklos, weil Calvin alle Dekorationen, alle Statuen und die Holzschnitzereien entfernt und sie durch einfache Kirchenbänke ersetzt hat. Im Innern gibt es daher kaum etwas zu sehen. Doch als wir durch die westliche Tür hinausgingen, sah ich zu meinem Entsetzen, dass man an diese wunderschöne gotische Kirche wieder einmal einen griechischen Säulenvorbau drangeklatscht hatte. Ich kann es nicht anders nennen. Sie haben dort also wieder die Säulen und darüber ein Giebeldreieck, angeklatscht an ein gotisches Gebäude. Es passt überhaupt nicht zusammen, es sieht furchtbar aus. Als ich mich entfernte, um eine bessere Sicht auf dieses monströse Geschwür zu bekommen, um jemand anderen zu zitieren, stieß ich auf eine Statue, die auf einem Sockel auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Platzes steht. Sie zeigt die bronzene Figur eines Mannes, der sich vor Entsetzen windet, während er diesen griechischen Säulenvorbau betrachtet. Unter der Statue steht Jeremia. Es gelang mir nicht herauszufinden, wer die Statue dort aufgestellt hatte oder warum und wie er damit davonkommen konnte. Sie wird auf keiner Postkarte gezeigt und ist ziemlich umständlich zu fotografieren. Aber ich wollte unbedingt ein Foto dieses bronzenen Propheten, der sich vor Entsetzen windet, als er diesen griechischen Anbau an der vormals schönen gotischen Kirche erblickt. Die Statue ist ein Gleichnis und ich identifiziere mich mit ihr. Ich winde mich vor Entsetzen angesichts dessen, was das griechische Denken der christlichen Gemeinde seit Jahrhunderten antut. Bis heute hat der christliche Glaube dadurch großen Schaden erlitten. Ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, wie Sie und ich Opfer dieser Dynamik geworden sind. Wir lesen sogar die Bibel mit einer griechischen Brille. Der Titel meines Vortrags, einige hat er im Vorfeld irritiert, beschreibt genau das, was ich bereits gesagt habe. Wir müssen den griechischen Einfluss aus der Gemeinde verbannen. Er ist sowohl der Gemeinde als auch unserem Glauben fremd. Jetzt ist natürlich den meisten Menschen bewusst, dass das Griechische einen gewissen Einfluss auf unsere Kultur ausgeübt hat. Wer meint, die Grundlage der westlichen Zivilisation sei jüdisch-christlich geprägt, irrt. Sie ist vielmehr griechisch-römisch bestimmt. Lassen Sie mich nur vier Aspekte unserer modernen Kultur, unseres westlichen Lebensstils herausgreifen, die direkt auf das antike Griechenland zurückgehen. Der erste Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, ist die Architektur. Bis den Architekten Stahl und Stahlbeton zur Verfügung standen, mussten wir hauptsächlich mit Steinen bauen. Wenn Sie alle diese öffentlichen Gebäude aus Stein in Augenschein nehmen, betrachten Sie griechische Tempel. Wandern Sie einmal quer durch die City of London, das historische Stadtzentrum. Schauen Sie sich die Börse und die St. Paul's Kathedrale an. Insbesondere nach dem großen Feuer von London im Jahre 1666, bei dem mehrere hundert Kirchen zerstört wurden, baute Sir Christopher Wren diese im griechischen Stil wieder auf. Die anglikanische Kirche All Souls Langham Place ist auf der Basis griechischer Architektur wiedererrichtet worden. Betrachten Sie auf Ihrem Spaziergang die Wren-Kirchen in London, Sie sehen griechische Architektur. Ob die Säulen nun korinthisch, dorisch oder ionisch geformt sind, sie sind auf jeden Fall durch und durch griechisch. Wir haben unsere Architektur darauf gegründet. Rathäuser, Museen, Bibliotheken, Kunstgalerien.
Landauf, landab sind sie zu finden. Dies gilt sogar noch mehr für Amerika. Gehen Sie in Washington D.C. spazieren, betrachten Sie den Kongress, die Denkmäler. Ausnahmslos griechische Tempel. Schauen Sie sich jedes beliebige große Gebäude in Amerika an und Sie werden feststellen, die Frontseite ist ein griechischer Tempel. Die Architektur verdankt also Griechenland sehr viel. Ich sage an diesem Punkt nicht, dass dies falsch wäre. Ich weise nur darauf hin, wie tief die Architektur der Griechen unser Leben beeinflusst hat. Wenden wir uns nun der Politik zu. In unserer Bibel gibt es keine Spur von Demokratie, nicht ansatzweise. Jedes Land, das in der Bibel erwähnt wird, war eine absolute Monarchie, regiert von einem König. Es war ein richtiges Königreich. Nicht wie heute das Vereinigte Königreich, das weder vereinigt noch ein Königreich ist, sondern ein wahres Königreich, in dem der König regiert, in dem es keine politischen Parteien, keine Wahlen, keine Abstimmungen und keine Debatten über Gesetze gibt. Der König erlässt die Gesetze und damit hat er sich. So sah jedes Land zu biblischen Zeiten aus und die Bibel propagiert nicht die Demokratie. Ich erinnere mich, wie ich einmal ins Kino ging, um den Film Die Zehn Gebote anzuschauen. Regisseur Cecil B. DeMille trat am Anfang auf, um eine Rede zu halten. Er erklärte uns, dieser Film handle vom Beginn der westlichen Demokratie, der Geschichte von Mose. Es gibt keine Spur von Demokratie in Moses Geschichte oder in den Zehn Geboten, doch genau das wurde behauptet. Heute haben wir uns an die Demokratie gewöhnt. Doch Winston Churchill hatte recht, als er sagte, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von all den anderen Formen. Er meinte damit, man sei sicher vor einer Diktatur, wenn man eine Gruppe von Menschen gegen eine andere austauschen könnte. Wie Studdard Kennedy es zu allgemeinen Wahlen formulierte, ein Haufen Sünder geht raus und ein anderer Haufen kommt rein. Die Griechen führten nicht nur die Demokratie ein, wir verdanken ihnen auch eine Idee, die man Devolution nennt. Man expandiert ständig nach außen und ermöglicht es den Menschen, sich auf lokaler Ebene selbst zu regieren. Nichts davon kommt in der Bibel vor. Ein dritter Aspekt unseres heutigen Lebens ist der Sport. Wo kommt unsere Liebe zum Sport, unsere Obsession damit eigentlich her? Ich könnte es sogar, das gilt für viele Männer in diesem Land, die Religion des Sports nennen. Das kommt nicht aus der Bibel. Die Bibel sagt sehr wenig über Sport. Der einzige Text, an den ich mich erinnere, lautet, denn die leibliche Übung ist wenig Nütze. Ein Freund von mir sagte, er habe beim Treppensteigen im Krankenhaus alle nötige Bewegung erhalten, als er seine Freunde besuchte, die joggen gegangen waren. Wo kommt der Sport her? Er kommt aus Griechenland, von den Olympischen Spielen und auf der anderen Seite des Ägäischen Meeres von den Ionischen Spielen im Westen der Türkei. Sport war eine Obsession der Griechen. Das körperliche Training kam aus Griechenland. Ihre Statuen vermitteln ihnen, wie die Idealfigur aussah, mit weit übertriebenen Bizeps und so weiter. Die Zurschaustellung des menschlichen Körpers war Teil der griechischen Kultur, weshalb die meisten Sportarten nackt betrieben wurden. Betrachten wir einen vierten Aspekt, Unterhaltung. Die Griechen hatten all das, was wir heute im Fernsehen empfangen, außer dem Fernsehen selbst. Es gab Theater, Debatten und Diskussionen. Sie lebten für den Müßiggang, nicht für die Arbeit. Arbeit war ein notwendiges Übel. Der wahre Sinn des Lebens war in der Freizeit zu finden. Nachdem die Arbeit beendet war. Wenn möglich, hatte man einen Sklaven, der die Arbeit für einen verrichtete, sodass man als Privatier entspannt seinem Freizeitvergnügen nachgehen konnte. Ob sie sich in den großen Bibliotheken aufhielten, die sie bauten, oder in den Sportstadien, die ich erwähnt habe, ob sie in den Theatern, den Debattierclubs oder auf öffentlichen Plätzen saßen, die zum Diskutieren bestimmt waren, wie der Areopag, der Marshügel, auf dem Paulus sich einer Debatte anschloss oder versuchte zu sprechen, sie wurden unterhalten. Das war unverzichtbar. Die Freizeitindustrie muss gigantisch gewesen sein. Zwei Drittel der Menschen in Griechenland waren Sklaven, um die Arbeit zu verrichten, sodass der Rest seine Freizeit genießen konnte. Kommen diese Dinge Ihnen irgendwie bekannt vor? Wir sind ein Volk des Sports, ein Volk der Unterhaltung. Wir leben für das Wochenende. Wir finden unsere wahre Identität in den Aktivitäten, für die wir uns in unserer Freizeit entscheiden, nicht in den Dingen, die für uns bei der Arbeit ausgewählt werden. Doch ich mache mir nicht so sehr Sorgen um den Einfluss Griechenlands auf unsere allgemeine Kultur,
sondern um die subtile Einflussnahme des griechischen Denkens auf die Gemeinde und das christliche Denken, die wahrscheinlich vielen gar nicht auffällt. Die Wurzeln des Christentums liegen in einer ganz anderen Welt als der griechischen. Ihre Bibel sagt Ihnen, wo unsere Wurzeln liegen. Unsere Wurzeln finden sich in der hebräischen, der jüdischen Welt. Diese Welt war in fast jedem Bereich das Gegenteil zum antiken Griechenland. Das Alte Testament ist vollkommen hebräisch und wurde sogar abgeschlossen, bevor die Griechen überhaupt auftauchten. Je mehr Sie das Alte Testament lesen, desto mehr studieren Sie die Wurzeln des Christentums, die sich bereits tief im Boden befanden, lange bevor man überhaupt an Griechenland dachte, auch wenn es ein- oder zweimal im Alten Testament erwähnt wird. Die Hebräer lebten nicht für ihre Freizeit, sie arbeiteten 6 Tage die Woche. Und der 7. Tag war kein freier Tag, sondern ein heiliger Feiertag, ein Tag für Gott, nicht ein Tag für die Menschen. Sie lebten für die Arbeit und die Anbetung Gottes. Sie lebten nicht für den Sport, dafür hatten sie keine Zeit. Sie lebten nicht für den Müßiggang. Sie arbeiteten für Gott und sie beteten Gott an. Es stimmt, dass das Neue Testament auf Griechisch verfasst wurde. Allerdings war jeder Verfasser Hebräer, bis auf einen. Auch wenn die Sprache griechisch ist, das Verständnis ist ein hebräisches. Es ist immer noch ein jüdisches Buch. Der einzige nicht-jüdische Autor, Dr. Lukas, erhielt alle seine Informationen von Juden und reiste mit einem jüdischen Propagandisten namens Paulus umher. Daher ist unsere gesamte Bibel von Anfang bis Ende hebräisch. Und aus diesem Grund hat die Bibel große Hochachtung vor der Arbeit. Und insbesondere große Hochachtung vor körperlicher Arbeit. Im Gegensatz dazu war bei den Griechen körperliche Arbeit den Sklaven und Einwanderern vorbehalten. Die harte Arbeit mit den eigenen Händen war nichts für die Griechen. Sie war für jeden anderen bestimmt, den sie dafür einspannen konnten. Kommt Ihnen das in modernen Europa irgendwie bekannt vor? Wenn Sie ein deutsches Auto besitzen, wurde es wahrscheinlich von Menschen gebaut, die nicht deutschstämmig sind. Körperliche Arbeit steht in der griechischen Gesellschaft ganz unten auf der Werteskala. Menschen, die mit ihrem Kopf arbeiten, stehen auf der gesellschaftlichen Leiter weiter oben als solche, die mit ihren Händen arbeiten. In der Bibel ist es umgekehrt. Körperliche Arbeit hat in der Bibel den höchsten Stellenwert. Die meisten, die Gott in den vollzeitlichen Dienst und zu großen Werken berief, hatten sich bereits in der einen oder anderen Form von Handwerk qualifiziert. Sei es als Hirte oder Fischer. Steuereintreiber war eine Ausnahme. Selbst der Sohn Gottes wurde 18 Jahre lang in eine Zimmermannswerkstatt gestellt. 18 Jahre lang arbeitete er mit Holz und 3 Jahre lang arbeitete er mit Wundern. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ergibt das ein Verhältnis von 6:1. Genau wie bei seinem himmlischen Vater. Stimmt's? Haben Sie kürzlich Genesis 1 gelesen? 18:3, 6:1. Wie ausgefallen ist es doch, den Sohn Gottes, den Retter der Welt, 18 Jahre lang mit seinen Händen arbeiten zu lassen, als Vorbereitung darauf, die Welt zu retten. Es wäre das Letzte gewesen, woran die Griechen auch nur gedacht hätten. Doch es ist sehr hebräisch. Wir haben hier also 2 völlig unterschiedliche Welten, die sich ganz unabhängig voneinander entwickelten. Auch wenn sie geografisch gar nicht so weit auseinander lagen. Nur ein paar hundert Kilometer über das Meer. Dennoch entwickelten sie sich unabhängig voneinander. Das Alte Testament wurde 400 vor Christus abgeschlossen. Auch wenn der Kanon, die anerkannte Büchersammlung des Alten Testaments, erst um 100 vor Christus abschließend festgelegt wurde, war bereits 400 vor Christus das letzte Wort unseres Alten Testaments geschrieben worden, bevor die Griechen überhaupt erschienen. Maleachi war der letzte Prophet, der eine Botschaft von Gott überbrachte. Die nächsten 400 Jahre war Gott absolut schweigsam. Es war die zweite Periode, in der er 400 Jahre lang nichts sagte. Beim ersten Mal waren die Hebräer Sklaven in Ägypten. Doch das zweite Mal geschah dies zwischen unseren Büchern Maleachi und Matthäus. 400 Jahre lang schickte Gott keinen Propheten und sprach nicht. Aus diesem Grund haben wir keine Bücher aus diesen 4 Jahrhunderten in unserer Bibel.
Es wurden jüdische Bücher geschrieben und wir nennen sie die Apokryphen oder die verborgenen Bücher, doch sie gehören nicht zu unserer Bibel, da sie nicht Gottes Wort sind. Es sind menschliche Worte, sie sind wahr, wahre Geschichte, wahre Ideen, doch sie sind nicht Gottes Wort. Und faszinierenderweise gibt es eine Redewendung im Alten Testament, die dort 3808 Mal vorkommt, jedoch kein einziges Mal in den Apokryphen. Es ist die simple Formulierung, so spricht Yahweh. Oder in Ihrer Bibel, so spricht der Herr. Dieser Ausdruck kommt 400 Jahre lang nicht vor. Ebenso wenig wie irgendein Wunder während dieses Zeitabschnitts. Es scheint fast, als hätte Gott sich 400 Jahre lang vom Schauplatz Erde zurückgezogen. Ich spekuliere jetzt, aber ich glaube, dass genau damals der Teufel seine Gelegenheit nutzte. Wenige Jahrzehnte, nachdem Gott sein letztes Wort gesprochen hatte, erstürmten griechische Philosophen die Weltbühne. Sie gaben uns ihre Philosophie, ihre Gedanken und ihre Worte weiter. Sehr schnell trat Sokrates auf, fast sofort nach Malachi. Auf ihn folgte sein Schüler Plato und später dann Aristoteles, der Tutor von Alexander dem Großen. Insbesondere diese drei Männer vermittelten uns eine ganz neue Idee, ein völlig neues Ideal. Das Wort ist charakteristisch für sie, Ideal. Diese Philosophen gaben uns also neue Ideen und neue Ideale. Sokrates selbst hat nichts geschrieben. Sein gesamter Unterricht geschah im Dialog mit seinen Schülern, Fragen und Antworten die ganze Zeit, fokussiert auf Logik und Ethik. Allen von ihnen ging es um ethisch-moralisches Verhalten, darum, wie man schlechte Menschen gut macht, um es einfach auszudrücken. Doch Sokrates wurde zum Tode verurteilt. Man warf ihm vor, dass er die Jugend verderbe und Atheist sei. Man verurteilte ihn dazu, Selbstmord zu begehen, indem er den Schierlingsbecher trank. Doch während er das Gift trank, hielt er seinen Schülern eine Rede über die Freude des Sterbens, über die Befreiung, die es bringen würde. Allerdings schrieb sein Schüler Plato viel, sowohl Poesie als auch Prosa. Er eröffnete eine Akademie in Athen, die Schüler aus der gesamten damals bekannten Welt besuchten. Aristoteles schließlich, der dritte dieser drei Großen, verfasste 400 Bücher. Die Lehren dieser drei Männer haben sich in ganz Europa und in der westlichen Zivilisation verbreitet. Sie haben einen tiefgreifenden Einfluss auf uns alle ausgeübt, ob es uns gefällt oder nicht. Auch wenn es uns nicht bewusst war, ist der griechische Einfluss durch unser gewöhnliches Bildungssystem zu uns gelangt. Die drei Männer waren Väter der griechischen Philosophie. Dieses Wort bedeutet einfach, die Art und Weise zu denken. Sie beeinflussten auch ihre eigene Kultur tiefgreifend. Doch ich werde nun eine Unterscheidung zwischen der griechischen Kultur, die ich bereits erwähnt habe, und der griechischen Philosophie, meinem Hauptthema, treffen. Die Bibel sagt, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Mit anderen Worten, unsere kontinuierliche Denkweise wird unser Verhalten, unseren Charakter und unseren Lebensstil bestimmen. Unser Denken ist der Schlüssel zu unserer Identität, sowohl als Einzelpersonen als auch als Gesellschaft. Unsere Philosophie über uns selbst, über die Welt, in der wir leben, unsere Denkweise über den Gott über uns, dies alles wird unseren Charakter und unseren Lebensstil prägen, uns zu denen machen, die wir sind. Ich möchte mich nun auf den einen besonderen Aspekt des griechischen Denkens konzentrieren, der den christlichen Glauben mehr als alles andere beschädigt hat. Dabei geht es um den Bereich Ideen und Ideale. Wenn Sie Ideale haben, dann haben Sie Werte. Jeder von uns hat Werte. Doch sobald wir Werte entwickeln, stehen sie auf einer Skala. Es gibt eine Rangordnung, praktisch wie auf einer Leiter. Ganz oben siedeln wir die Dinge an, die wir am meisten schätzen, und ganz unten die, denen wir den geringsten Wert beimessen. So kommen wir zu einer Werteskala und jedermann hat einen solchen Maßstab. Wenn ich Sie nun auffordern würde, eine Liste zu schreiben, stellen Sie sich vor, Ihr Haus würde abbrennen. Wofür würden Sie noch einmal ins Haus gehen, um es herauszuholen? Das würde sofort offenbaren, was ganz oben auf Ihrer Werteskala steht. Ich werde Ihnen sagen, wofür ich ins Haus zurückgehen würde, meine Bibel. Nicht, weil ich so furchtbar fromm bin, sondern weil sie Anmerkungen und Unterstreichungen enthält, sowie die Frucht meiner Gedanken über all die Jahre. Darauf könnte ich aber nicht verzichten.
Dafür würde ich zurück ins Haus rennen. Natürlich zuallererst für meine Frau. Ich sollte das besser sagen, denn sie ist heute hier. Wofür würden Sie loslaufen? Was ist Ihre Werteskala? Worauf würden Sie in Ihrem jetzigen Leben am ehesten verzichten? Und woran würden Sie sich auf Gedeih und Verderb festklammern? Was ist Ihre Werteskala? Die Griechen, diese Philosophen, lehrten eine Werteskala und damit hatte es sich. Stellen Sie sich eine Leiter vor. Auf der obersten Sprosse stand geistlich. Sie gaben geistlichen Dingen den höchsten Wert von allen. Die unterste Sprosse müssten wir mit physisch betiteln, weil sie physische Dinge am wenigsten schätzten. Wir sprechen gerade von den Philosophen. Wo würden Sie mentale und intellektuelle Dinge ansiedeln? Sie würden sie wahrscheinlich auf die zweithöchste Sprosse stellen, sehr nah an das Geistliche. Verstehen Sie, was jetzt passiert? Eine Kluft tut sich auf zwischen dem Geistlichen, möglicherweise dem Mentalen hier, und dem Physischen ganz unten. Auch wenn es eigentlich nur eine abgestufte Werteskala sein sollte, entwickelte sie sich zu etwas, das wir Dualismus nennen. Das heißt, eine scharfe Trennung des Lebens in zwei Bereiche. Einen davon schätzt man sehr und den anderen so gut wie gar nicht. Daraus entwickelte sich ein Bruch zwischen dem Geistlichen und dem Physischen. Hat man erst einmal eine derartige Trennung vorgenommen, folgen daraus alle möglichen anderen Dinge. Eine Person wird nun in zwei Bereiche eingeteilt: Körper und Seele. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen meinen, Christen würden das tun, doch es handelt sich um eine griechische Idee, dass ich eine Seele in einem Körper habe. Als Gott den Körper aus Staub anhauchte, den er gemacht hatte, den Körper aus Lehm, atmete er in den Staub aus und Adam wurde zu einer lebenden Seele. Viele Menschen glauben, das bedeutet, Gott habe eine Seele in den Lehm hineingelegt. Nein, es heißt, der Lehm wurde zu einer lebenden Seele. Dieser Ausdruck, eine lebende Seele, finden wir auch in 1. Mose 1, wo er sich auf Tiere bezieht. Derselbe Ausdruck. Tiere sind lebende Seelen, weil nach hebräischem Verständnis eine Seele ein atmender Körper ist. Sie ist nicht etwas vom Körper Abgesondertes. Es handelt sich um einen lebendigen Körper, einen lebenden, atmenden Körper. Aus diesem Grunde wurde, wenn der eigene Körper in Gefahr war, nicht SOB, Save Our Bodies, das heißt, rettet unsere Körper, gerufen, sondern SOS, Save Our Souls, das heißt, rettet unsere Seelen. Was man wirklich damit meint, ist natürlich, lasst meinen Körper weiteratmen. Jetzt denken Sie hebräisch. Doch der Gedanke, dass wir aus zwei Teilen bestehen würden, dem Körper, der kaum Wert hat, und der Seele, die wahren Wert besitzt, hat dazu geführt, dass Christen davon sprechen, Seelen zu retten. Während wir eigentlich dazu berufen sind, ganze Menschen zu retten. Ihre lebendigen Körper gleichermaßen. Das verändert ihr Denken, nicht wahr? Nehmen wir ein typisches christliches Lied, das durch und durch griechisch ist. John Brown's Body Lies a Moldering in the Grave. John Browns Körper liegt modernd im Grab, aber seine Seele marschiert weiter voran. Genau das glauben Christen nicht. Das glaubten die Griechen. Allerdings ist es erstaunlich, wie oft man auf christlichen Beerdigungen solche griechischen Aussagen hört. Nicht nur, dass der Mensch in Körper und Seele aufgeteilt wird, das Leben wird auch feinsäuberlich nach heilig und weltlich getrennt. Vor kurzem kam ein früherer Missionar zu mir in die Gemeinde, um mit mir zu sprechen. Ich fragte ihn, was machst du jetzt? Er antwortete, ich bin in den Ingenieursberuf zurückgekehrt, ich habe wieder einen weltlichen Job. Nein, das hast du nicht, sagte ich. Doch, sagte er, das habe ich. Ich war Missionar und jetzt bin ich wieder Ingenieur. Du stehst in einer heiligen Berufung, erklärte ich. Er sah mich an, als käme ich von einem anderen Stern. Es gibt nichts Weltliches außer der Sünde, sagte ich. Jede Art von Arbeit ist für Gott gleichwertig. Ich werde noch darauf zurückkommen. Weil wir dazu tendieren, Menschen in Gruppen einzuteilen, die einen haben einen heiligen Job und die anderen einen weltlichen. Das ist griechisches Denken. Eine weltliche Arbeit gibt es gar nicht. Es gibt unmoralische und illegale Tätigkeiten. Sie sind weltlich. Doch Gott ist ein guter Taxifahrer lieber als ein schlechter Missionar. Ich frage mich, ob Ihnen das schon einmal aufgefallen ist. Ich werde später darauf zurückkommen. Das ist einer der Bereiche, in dem das griechische Denken unser christliches Denken ruiniert hat bei dem Verständnis unserer Arbeit.
Das Leben wird in heilig und weltlich unterteilt, das Universum in natürlich und übernatürlich. Auch diese Einteilung finden Sie nicht in der Bibel. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Würden Sie den Teufel auf die natürliche oder übernatürliche Seite des Universums stellen? Sehen Sie, die Bibel hat dieses Verständnis nicht. Die Bibel spricht über Schöpfer und Geschöpf. Auf welcher Seite steht der Teufel in dem Fall? Er ist ein Geschöpf. Doch sobald Sie griechisch denken, platzieren Sie ihn auf der übernatürlichen Seite neben Gott. Und das ist die falsche Kategorie für ihn. Dann teilen wir die Religion zwischen Himmel und Erde auf, zwischen ewig und zeitlich. Und eine Kluft scheint sich aufzutun. Der Tod wird dann zu einem Freund statt zu einem Feind. In der hebräischen Bibel ist der Tod ein Feind von Anfang bis Ende, weil der Tod eine Beschränkung darstellt. Sie verlieren im Tod ihren Körper und das beschränkt sie. Von da an können sie nicht mehr mit den Lebenden kommunizieren. Von da an sind sie von den Menschen, die sie lieben, getrennt. Es ist eine Beschränkung, ein Feind. Er zerstört Familien. Doch für die Griechen war der Tod ein Freund. Denken Sie an Sokrates, der den Schierlingsbecher trank und sagte, ich werde gleich von dem Gefängnis meines Körpers befreit werden. Ich werde versuchen, dies zu illustrieren. Ich brauche dafür ein Glas Wasser. Ah, da ist es. Lassen Sie mich das veranschaulichen. Für die Griechen ist das Glas mein Körper und das Wasser ist meine Seele, wobei meine Seele in meinem Körper gefangen gehalten wird. Sie braucht Befreiung. Wenn ich sterbe, ist es so, als würde jemand das Glas Wasser nehmen, es in den Ozean ausleeren und das Glas an den Felsen zerschmettern. Dann bin ich von meinem Körper befreit. Meine Seele fließt zurück in den Ozean der Realität. Das Problem ist, dass sie ihre Identität verliert. Das Wasser weiß nicht mehr, wer oder was es ist. Es ist verloren. Doch die Griechen freuten sich auf den Tod als einen Freund. Sie sahen ihn als Befreiung vom Gefängnis des Körpers. Ich habe das schon auf vielen Beerdigungen gehört. Welch eine gnädige Erlösung. So, als ob die Person alles Leiden hinter sich gelassen hätte. Dabei könnte sie jetzt sogar viel schlimmer leiden. Doch es sieht wie eine Befreiung aus, weil die Muskeln sich entspannt haben und der Körper friedlich daliegt. Doch der Tod ist eine Beschränkung, er ist ein Feind. Das Alte und das Neue Testament behandeln ihn immer als einen Feind, der letzte Feind, gegen den wir kämpfen und er gewinnt. Daher muss er besiegt werden. Von Gott. Die gute Nachricht zu jedem Osterfest lautet, dass der Tod von Christus besiegt worden ist. Aber er ist ein Feind. Er sollte nicht begrüßt werden, niemals. Der Tod ist nicht einmal ein natürliches Ereignis, er ist eine Hinrichtung für uns alle. Dieser Körper, den ich benutze, wird eines Tages verrotten, weil ich begraben werden will, statt mich einäschern zu lassen. Er wird zu einer übelriechenden, scheußlichen Masse werden, die Sie weder anschauen, berühren noch riechen wollen. Warum geschieht das? Weil eine verdorbene Person darin gelebt hat. Es ist Gottes Strafe für Menschen, die verdorben sind, dass ihre Körper verrotten. Aus diesem Grunde sagte er, 1000 Jahre vor dem Kommen Jesu, wenn jemals ein heiliger Mensch auf der Erde lebt, werde ich nicht zulassen, dass er die Verwesung sehe. Darum stand Jesus vor dem vierten Tag von den Toten auf. Wenden wir uns wieder diesen Griechen zu. Es gibt zwei Hauptauswirkungen dieses Dualismus, diese Trennung zwischen heilig und weltlich, zwischen zeitlich und ewig, physisch und geistlich. Diese tiefe Kluft wirkt sich auf zwei Hauptfragen des Lebens aus. Erstens das Gute und zweitens Gott. Und dieser Dualismus hat das griechische Denken darüber geprägt, was gut ist und wer Gott ist. Betrachten wir zunächst den Begriff Gut. Wenn Sie geistliche Dinge ästhetisch gesehen sehr hoch bewerten und physische Dinge sehr niedrig, dauert es nicht lange, bis sich Ihre ästhetischen Werte in moralische Werte verwandeln. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Sonntagskleidung. Die Sonntagskleidung könnte ein rein ästhetisches Thema sein. Ich wurde allerdings in meiner Kindheit erzogen, zu glauben, ich würde sündigen, wenn ich meine Sonntagskleidung nicht trug. Ästhetische Werte verwandeln sich also in moralische Werte. Es gehört für uns zu den schwierigsten Dingen zwischen einerseits ästhetischen und kulturellen Werten und andererseits echten moralischen Werten zu unterscheiden. Sie werden miteinander verwechselt. Das Ergebnis des griechischen Denkens zum Begriff Gut war, dass die Menschen anfingen zu glauben, geistliche Dinge seien gut und physische schlecht. Wo das hinführt, ist leicht erkennbar. Es führte zu der Überzeugung, der Körper sei der Ursprung des Bösen und die Seele die Quelle des Guten.
Daher bestehe die Aufgabe der Seele darin, sich vom bösen Einfluss des Körpers zu befreien. Denn wir leben mit unserem physischen Körper in einer physischen Welt und sind vom Bösen umgeben. Daher müssen wir vom Physischen befreit werden, um gut zu sein. Das ist nun eine höchst gefährliche Annahme. Doch ich fürchte, wir werden noch feststellen, dass sie sich direkt in das christliche Denken eingeschlichen hat. Doch es handelt sich um griechisches Denken. Als die alten Griechen über Gott nachdachten, platzierten sie ihn hoch oben in der geistlichen Welt, so weit entfernt vom Physischen wie möglich, und trennten dadurch den Schöpfer von seiner Schöpfung. Sie konnten nicht an einen Gott glauben, der sich mit dieser körperlichen Welt abgab. Einen Gott, der irgendetwas mit ihr zu tun haben wollte. Er hatte sich ihrer entledigt. Er ist geistlich. Er ist ganz weit oben. Er befindet sich in einer ewigen Welt, weit entfernt von dieser unbeständigen Welt in Zeit und Raum, dieser physischen Welt, in der wir leben. Das führt zu einem Problem. Steht Gott tatsächlich so hoch über allen physischen Dingen und hat er sich niemals die Hände mit physischen Dingen schmutzig gemacht? Wer hat dann dies alles geschaffen? Sie gaben darauf zwei ziemlich lustige Antworten. Ich stelle sie Ihnen vor und den Grund dafür werden Sie später erkennen. Die erste Antwort bestand darin, an eine Art Halbgott zu glauben, den wir einen Demiurg, das heißt Weltenschöpfer, nennen würden. Es ist ein komisches Wort. Es beschreibt gewissermaßen einen Halbgott, der zwischen Gott und der Welt steht. Sie nahmen an, dieses Wesen irgendwo zwischendrin sei verantwortlich für die Erschaffung und Erhaltung des physischen Universums. Gott selbst jedoch stehe weit über allem. Er habe eine Art Stellvertreter, einen Repräsentanten, der sich für ihn und in seinem Namen die Hände mit der physischen Welt schmutzig machen würde. Das war eine Antwort. Aristoteles hingegen gelangte zu der Überzeugung, die Welt sei überhaupt nicht erschaffen worden, sondern die Materie bestehe ewig. Das Universum sei schon immer da gewesen und verwalte sich selbst. Interessanterweise war Aristoteles der erste Mensch, der die Evolutionstheorie lehrte. Das Universum, das ewig sei, kontrolliere sich selbst und entwickle sich auch selbstständig weiter, völlig unabhängig von Gott. Diese Idee sollte erst 2000 Jahre später wieder auftauchen, vertreten durch einen Mann namens Erasmus Darwin. Er war Charles' Großvater, ein kompromissloser Atheist, der dasselbe glaubte wie Aristoteles und seinem kleinen Enkel Charles die Evolutionstheorie beibrachte. Ich denke, Sie können in dieser sehr kurzen und unzureichenden bzw. grob vereinfachenden Darstellung schon die Anfänge des säkularen Humanismus erkennen. Die Grundlagen des heutigen säkularen Humanismus wurden im antiken Griechenland gelegt. Die Welt, in der wir leben, eine Welt geprägt von einer privatisierten Religion. Sie können dort in ihrer Privatsphäre religiös sein, doch erwarten Sie nicht, dass Ihre Glaubensüberzeugung irgendeinen Einfluss auf das öffentliche Leben hat. Das alles begann damals in der Antike. Ich möchte jetzt die Geschichte der Wechselwirkung zwischen der griechischen und der hebräischen Welt nachzeichnen. Danach werde ich mehrere Beispiele erörtern, die zeigen, wie das christliche Denken in bestimmten Bereichen durch die griechische Philosophie massiv irregeführt worden ist. Und abschließend möchte ich Ihnen heute vermitteln, wie Sie gegensteuern können, sich davon heilen, das heißt, wie Sie sich vom griechischen Denken befreien. Denn wir können die Gemeinde nur dann von der griechischen Philosophie freimachen, wenn wir die Mitglieder befreien. Die Gemeinde existiert nicht unabhängig von uns. Wir sind diejenigen, die Befreiung brauchen. Doch zunächst möchte ich Ihnen in aller Kürze skizzieren, wie diese beiden Welten aufeinandertrafen und was geschah, als sich die griechische und die hebräische Welt begegneten. Wir werden direkt in die vorchristliche Zeit zurückgehen, wobei wir uns auf zwei Städte der Antike fokussieren müssen, wo diese Begegnungen stattfanden. Die eine war Jerusalem, die andere Alexandria in Ägypten. Wenden wir uns zuerst Jerusalem zu. Eines Tages kam ein Angreifer nach Jerusalem, ein syrischer König namens Antiochos Epiphanes oder Antiochos IV. Er fiel aus dem nördlich gelegenen Syrien in das kleine Land Israel ein und eroberte die Hauptstadt. Antiochos Epiphanes war der griechischen Kultur verfallen und er war fest entschlossen, sie jedem Land aufzuzwingen, das er eroberte. Dementsprechend verhängte er auch absolut gnadenlos griechische Kultur in Jerusalem. Es ist eine schreckliche Geschichte.
Er baute ein Sportstadion und führte nackte Wettkämpfe ein, was für das jüdische Volk unglaublich anstößig war. Er ging in den Tempel und errichtete für den König der Götter eine Zeus-Statue auf dem Hauptaltar. Dann opferte er Schweine auf dem Altar. Keine Lammbraten, sondern Schweinebraten. Als nächstes brachte er Tempelprostituierte in den jüdischen Tempel, füllte mit ihnen die Räume der Priester und machte sie dadurch zu einem Bordell. Er brauchte 3,5 Jahre dafür. Während dieser 3,5 Jahre wurde das jüdische Volk vergewaltigt, in jeder Hinsicht. Es war eine furchtbare Zeit. Jahrhunderte zuvor hatte der Prophet Daniel diese Zeit vorausgesagt und sie mit den Worten »Gräuelbild der Verwüstung« beschrieben. Diese furchtbare Unterwerfung des jüdischen Volkes unter die griechische Kultur war seine erste reale Begegnung mit ihr. Ganz nebenbei bemerkt, griff Jesus sowohl Daniels Vorhersage als auch die 3,5 Jahre des Antiochos Epiphanes auf. Jesus sprach über eine künftige Zeit der Not, die die Welt noch nie gesehen hat und die sich vor dem Weltende ereignen wird. Dabei geht es um das, was mittlerweile als große Trübsal bekannt ist, die 3,5 Jahre dauern wird. Das heißt 42 Monate bzw. 1260 Tage. All dies ist im Buch der Offenbarung zu finden. Eine Art künftiges Geschehen, dessen Vorschatten Antiochos Epiphanes war. Das Gräuelbild der Verwüstung. Die Reaktion unter den Juden war höchstes Entsetzen. Es gab zwei Gruppen, die sehr heftig darauf reagierten. Eine von ihnen war eine Familie von 7 Brüdern, genannt die Makkabäer. Sie beschlossen zu kämpfen und initiierten eine Terrorkampagne, durch die es ihnen gelang, die Griechen zu vertreiben. Viele Jahre lang stellten sie dann wieder ihren eigenen jüdischen König, die Dynastie der Hasmonäer, die bis 63 vor Christus Bestand hatte, als schließlich die Römer Israel besetzten. Die andere Gruppe, die sich gegen diese Invasion einer fremden Kultur wandte, war eine Art puritanischer Bewegung. Sie nannten sich Pharisäer. Sie sonderten sich von allem ab und gingen weder ins Theater noch ins Stadion. Durch diese Absonderung hielten sie sich rein und heilig. Auf diese Weise nahmen die Pharisäer ihren Anfang, die sich später zu den größten Feinden Jesu entwickeln sollten. So lief es historisch gesehen ab. Es war die erste Begegnung zwischen der griechischen und der hebräischen Kultur. Und so endete sie. Es war ein Fehlschlag, zu versuchen, dem jüdischen Volk diese Kultur aufzuzwingen. Doch wenden wir uns nun der Stadt Alexandria am Nildelta in Ägypten zu. Hier fand der griechische Einfluss auf eine viel subtilere Art und Weise Eingang in das jüdische Denken, wenn auch nicht in die jüdische Kultur. Mittlerweile wurden nämlich die Juden über die damals bekannte Welt zerstreut, entlang der Mittelmeerküste in die Diaspora ins Exil. Jüdische Studenten kamen zu der zweitgrößten griechischen Universität der Welt. Die größte stand in Athen, die Hochschule, die Plato begonnen hatte. Die zweitgrößte war Alexandria, initiiert von Alexander dem Großen, einem Schüler des Aristoteles. Er baute eine neue Stadt und eröffnete dort, in Alexandria, eine Universität. Zunächst kamen jüdische Studenten dorthin, später auch jüdische Wissenschaftler. Dort war der Ort, der Schmelztiegel, wo sich die jüdische und griechische Denkweise in derselben Hochschule miteinander vermischten, in denselben Hörsälen, in derselben Universität. Wer gewann diesmal? Wer beeinflusste wen? Nun, genau hier an dieser Universität von Alexandria beschlossen die jüdischen Gelehrten, ihre Bibel ins Griechische zu übersetzen, damit die griechische Welt die Wahrheit über den Gott Israels erfahren konnte. 70 Gelehrte übersetzten in aller Treue das Alte Testament ins Griechische. Diese Übersetzung wird die Septuaginta genannt, nach den 70 Gelehrten, die sie ins Griechische übertrugen. Manchmal wird sie auch mit den römischen Zahlen LXX bezeichnet, als Abkürzung für den Namen dieser griechischen Übersetzung. Das war etwas Gutes. Dadurch konnte die griechische Welt von dem wahren Gott erfahren, dem einzigen Gott, dem Gott Israels. Doch ich fürchte, der Einfluss ging auch in die entgegengesetzte Richtung.
Dem jüdischen Volk wurde eine neue Methode des Bibelstudiums vorgestellt, die man heute jeden Sonntag von christlichen Kanzeln hört. Man nennt sie die allegorische Methode des Bibelstudiums. Sie besagt, dass es angeblich in jedem Teil der Bibel eine versteckte geistliche Bedeutung gibt. Dass der einfache und unmittelbare Sinn einer Aussage nur eine Bedeutung darstellt und dass dahinter noch ein geistlicher Sinn steht. Insbesondere die greifbaren Aussagen der Bibel müssten eine zusätzliche geistliche Bedeutung haben, um wirklich wertvoll zu sein. Daher fingen sie an, die Bibel nicht nur in ihrer unmittelbaren, einfachen und realen Bedeutung zu lesen, sondern sie machten sich auf die Suche nach einem verborgenen Code. Diese Betrachtungsweise der Bibel führte direkt und ohne Umwege zu einem Buch mit dem Titel The Bible Code, der Bibelcode, von einem Autor namens Drosnin. Und ich wette, davon haben Sie schon einmal gehört, da es in allen Buch- und Schreibwarenläden ausliegt. Laut diesem Ansatz ist die Bibel verschlüsselt. Sie ist angefüllt mit Geheimbotschaften voller sehr geistlicher Dinge. Auch wenn sie eine einfache Aussage über eine greifbare Tatsache trifft, liegt die wahre Bedeutung dahinter versteckt. Das ist die allegorische Sichtweise der Bibel. Einige Teile der Bibel sind allegorisch bzw. symbolisch zu verstehen, zweifellos. Doch das Gros der Heiligen Schrift besteht aus einfachen und direkten Aussagen, die wörtlich zu nehmen sind. Wenn Sie jedoch immer nach irgendeiner versteckten Botschaft suchen, irgendeiner versteckten Bedeutung, wird es sehr problematisch, da es keine Kontrollinstanz für Ihre diesbezüglichen Erkenntnisse gibt. Sie sagen dann, ich denke, der Text bedeutet dieses und jenes, und jemand anderes sagt, aber ich denke, es bedeutet Folgendes. Wer kann denn entscheiden, wer recht hat? Sie können dann in die Bibel alles hineininterpretieren, was Sie darin finden möchten. Diesen Vorgang nennt man Eisegese, im Gegensatz zur Exegese, die bedeutet, aus der Schrift das herauszulesen, was bereits in ihr enthalten ist. Ein Mann namens Philo fing an, das Alte Testament auf diese Weise zu behandeln und stellte diese Methode seinen jüdischen Forschungskollegen vor. Ich rase hier jetzt etwas durch. Philo nahm diese griechische Lehre eines Demiurgs zwischen Gott und der Welt auf, der die Welt angeblich erschaffen hatte. Nicht Gott selbst, sondern sein Stellvertreter, ein Demiurg, ein halber Gott, der die Welt in Existenz gebracht haben soll. Und er gab diesem Demiurg einen Namen, der Logos. Der Logos. Ich bin sicher, einige von Ihnen wissen, dass dieser griechische Begriff das Wort bedeutet. Und Sie werden bald erkennen, warum das so wichtig ist. An Ihren Gesichtern sehe ich, dass einige von Ihnen bereits etwas ahnen. Philo erklärte, die Welt sei nicht so sehr von Gott, sondern von dem Logos erschaffen worden, diesem Demiurg, diesem Zwischenwesen. Wir wissen nicht einmal, ob Philo dachte, der Logos sei eine Person oder ob er einfach die Macht personifizierte, die die Welt erschaffen hatte. Wir wissen es einfach nicht und müssten ihn selbst fragen. Verstehen Sie, was ich mit personifizieren meine? Wenn ein Mann über seinen neuen Sportwagen spricht wie über eine Frau, sie läuft großartig, dann personifiziert er das Auto. Es ist keine Person, doch man spricht darüber, als wäre es eine. Allerdings macht man das nicht mit LKWs, oder? Ich wollte nur sehen, ob Sie noch wach sind. Wir sind also nicht sicher, ob er den Logos personifizierte oder ob er tatsächlich sagte, der Logos sei eine Person. Diese Entwicklungen gab es also in Alexandria. Lassen Sie uns nun sehr kurz den Konflikt zwischen dem griechischen Denken und dem Christentum betrachten. Alles, was ich bisher gesagt habe, passierte vor der Ankunft Christi. Nach dem Kommen Christi war eine frontale Konfrontation des Christentums mit der griechischen Philosophie unvermeidlich, da sich der christliche Glaube weitläufig im Mittelmeerraum verbreitete. In den ersten Jahrzehnten und wahrscheinlich sogar im ersten Jahrhundert wurde das Christentum natürlich dadurch geschützt, dass es unter Verfolgung litt. Gläubige galten als anders, sie waren Außenseiter. Sie galten als ungesetzlich, ihre Religion war eine Religio illicita, eine unerlaubte Religion. Sie wurden von Rechts wegen nicht als Religion anerkannt und verfolgt. Ich muss das nicht näher ausführen, doch Hunderttausenden von ihnen war genau das geschehen, was Menschen an vielen anderen Orten auch passierte. Sie wurden wegen ihres Glaubens getötet.
Natürlich schützte sie das in gewisser Weise davor, von denjenigen übermäßig beeinflusst zu werden, die sie als Feinde betrachteten, und hielt sie auf Abstand. Allerdings war das Aufeinandertreffen früher oder später unvermeidlich. Denn die Kultur und die Philosophie umgaben sie von allen Seiten. Die kleinen Gemeinden wuchsen quasi in der griechisch-römischen Welt auf. Es gibt zwei Regionen, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte. Die erste ist der Westen der Türkei. Meine Frau und ich hatten das Vorrecht, eine Woche lang mit einem Filmteam und 50 Personen dort zu verbringen. Wir besuchten die Orte, an denen sich die 7 Gemeinden Asiens befanden, filmten sie, sprachen über sie und studierten die Briefe, die Jesus diesen 7 Gemeinden geschrieben hatte. Es erstaunt mich, dass Menschen den Briefen des Paulus mehr Aufmerksamkeit schenken als den Briefen Jesu. Ist es nicht überraschend? Wir haben nur 7 Briefe, die Jesus an Gemeinden geschrieben hat. Es sind wunderbare Briefe, doch sie betreffen Orte in einem winzig kleinen Gebiet. Sie können diese Region klar erkennen, nicht nur auf einer Karte, sondern aus dem Weltraum. Ich habe eine Satellitenaufnahme der Türkei. Am oberen Rand ist ein schmaler grüner Streifen zu erkennen, an der Küste des Schwarzen Meeres. Der Rest ist braun und trocken, außer einem kleinen Kreis im Südwesten, der hellgrün erstrahlt. Und dieser grüne Kreis deckt bis heute das Gebiet der 7 Gemeinden Asiens ab. Das heißt zumindest die Ruinen dieser 7 Städte. Es war eine sagenhaft fruchtbare, wohlhabende Gegend mit Flüssen, die sie durchzogen. Einer von ihnen war ein Fluss, der sich hin und her schlängelte. Man nannte ihn den Fluss Meander. Haben Sie schon mal davon gehört? Er hat seinen Namen vielen anderen Flüssen gegeben, die sich ähnlich verhalten. Es gab Gold in den Flüssen. Diese Flüsse ließen sagenhaft fruchtbare Täler entstehen. Hier wurde das Geld erfunden. König Krösus lebte dort und erfand das Geld, um den Handel einfacher zu machen. Haben Sie schon einmal den Ausdruck reich wie Krösus gehört? Wahrscheinlich nicht, doch es gibt ein derartiges Sprichwort. Hier in diesem Gebiet kann man ein höchst konzentriertes Anschauungsbeispiel der griechisch-römischen Kultur erkennen. Geht man die Hauptstraße von Ephesus entlang und betrachtet auch nur die Überreste des Theaters, der Bibliothek und der prachtvollen griechischen Architektur, kommt man nicht umhin zu erkennen, dass sich die Kultur und die Philosophie der klassischen Antike in diesem kreisförmigen Gebiet verdichtet hatte. Es war nicht nur eine reiche und kultivierte Gegend, sie lag auch direkt an der Hauptstraße von Europa nach Afrika und Asien. Die Straße teilte sich sogar und umrundete den kleinen Kreis von beiden Seiten, vereinigte sich wieder und führte weiter nach Indien, China und Afrika. Es war eine wichtige Gegend, in der sich am Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus 7 kleine Gemeinden befanden. Der Teufel machte dieses Gebiet zu seiner höchsten Priorität. Er hatte tatsächlich sein Hauptquartier dort an einem Ort namens Pergamon. Als Jesus an die Gemeinde in Pergamon schrieb, sagte er: Ich weiß, wo du wohnst, dort, wo Satan seinen Wohnsitz hat. Satan kann nicht gleichzeitig an mehr als einem Ort sein. Er hat ein Hauptquartier und zur damaligen Zeit befand er sich im Westen der Türkei in Pergamon, auf der Spitze des höchsten Berges, der die Stadt überragte. Wenn Sie heute Pergamon besuchen, sehen Sie auf dem Berggipfel Theater, ein Stadion und Bibliotheken. Eine höchst bemerkenswerte Ansammlung von Kultur ist auf diesem Berggipfel verdichtet. Sie müssen eine kleine kurvenreiche Straße bis nach oben hinaufgehen. Es ist so steil. Waren Sie schon einmal in Pergamon? Dann haben Sie die Erhebung bestimmt gesehen und waren oben, oder? Haben Sie dort auch den Thron Satans gesehen? Nein, das können Sie nicht, weil er nach Deutschland verlegt worden ist. Wenn Sie ihn heute sehen wollen, müssen Sie ins Pergamon-Museum nach Berlin gehen, weil er dorthin gebracht wurde, Stein für Stein, von einem deutschen Archäologen. Es war ein riesiger Sessel, ein U-förmiger Tempel. In der Mitte stand ein Altar und schwarzer Rauch stieg Tag und Nacht von ihm auf. Man konnte von der Stadt, die unterhalb lag, hinaufschauen und diesen riesengroßen steinernen Sessel mit hunderten von griechischen Säulen sehen. Und die Stufen, die hinaufführen. Ich habe ihn in Berlin gesehen. Die Stufen führen sehr hoch hinauf. Es ist absolut gigantisch. Die Archäologen brachten ihn Stein für Stein nach Berlin. Sie können jetzt nur noch die Fundamente betrachten. Doch zur damaligen Zeit befand sich dort Satans Sitz oder Thron, sein Ehrensitz. Aus diesem Grund schrieb Jesus an diese 7 Gemeinden. Sie befanden sich auf Messerschneide. Wenn diese 7 kleinen Gemeinden dort überleben konnten, würde die Gemeinde überall überleben. Oder würden sie untergehen?
weil diese Kultur und Philosophie ihnen so zusetzten. Darum schrieb Jesus nur an diese Gemeinden und an keine anderen. Ich habe ein Video über diese Briefe Jesu gedreht, mit Aufnahmen der Städte selbst und ihren Ruinen. Besorgen Sie sich dieses Video. Gott benutzte es als ein prophetisches Wort an die heutige Gemeinde. In gewisser Weise sagte Jesus zu diesen Gemeinden: Ihr gebt nach. Es gibt Götzendienst und Unmoral, sogar in euren Gemeinden. Einer der erstaunlichsten Aspekte, auf den ich in diesem Video hinweise, ist folgende Tatsache: Die Entfernung der Gemeinden vom Hauptquartier Satans hatte Einfluss auf die Probleme dieser Gemeinden. Die beiden Gemeinden, die Satans Einsatzzentrale am nächsten lagen, wurden durch Götzendienst und Unmoral von innen verdorben. Die beiden Gemeinden, die sich in größerer Entfernung befanden, wurden von außen durch Juden angegriffen, die Jesus die Synagogen Satans nannte. Doch um die beiden Gemeinden, die am weitesten von seinem Thron entfernt lagen, Laodicea und Ephesus, kümmerte sich Satan überhaupt nicht. Eine von ihnen hatte ihre erste Liebe verloren, während die andere weder kalt noch heiß war, sondern lauwarm. Es ist faszinierend festzustellen, dass die Probleme der Gemeinden in direktem Zusammenhang mit ihrer Entfernung von Satans Thron standen. Wie auch immer, besorgen Sie sich unbedingt das Video und schauen Sie es sich an. Diese sieben Gemeinden offenbarte Jesus die Zukunft einer gottlosen Zivilisation. Der Rest der Offenbarung ist einfach nur eine Enthüllung dessen, wie eine gottlose Zivilisation enden wird. Und er sagt: Geht nicht mit ihr unter. Kommt heraus aus Babylon, bevor ihre Sünden euch zerstören. Nun, ich darf jetzt nicht mit dem Buch der Offenbarung anfangen, sonst sitzen Sie hier bis Mitternacht. Unvermeidlich im Bereich unseres Denkens wird sich nun die erste Frage um die Person unseres Herrn Jesus Christus drehen. Wenn Ihr Verstand das Physische vom Geistlichen getrennt hat, den Himmel von der Erde, das Ewige vom Zeitlichen und das Heilige vom Weltlichen, wenn Sie so denken, welchen Platz geben Sie dann Jesus in Ihrem Verständnis? An welchem Ende der Leiter befindet er sich? Verstehen Sie nun das Problem? Oder ist er tatsächlich der griechische Demiurg in der Mitte? Halb göttlich und halb menschlich. In Ephesus also, in der größten Stadt dieses goldenen Kreises, wurden die ersten Anzeichen in ihrem Neuen Testament sichtbar, dass Menschen anfingen, Jesus in einen griechischen Rahmen zu pressen. Er konnte schließlich nicht beides sein. Er konnte nicht dort ganz oben und hier ganz unten sein. Er konnte nicht gleichzeitig Gott und Mensch sein. Er konnte nicht geistlich und physisch sein. Er musste sich einfach irgendwo dazwischen befinden. Weder vollkommen göttlich noch vollkommen menschlich. Wie der griechische Demiurg. Irgendwo auf halber Strecke. Ich formuliere das ziemlich salopp, doch genau das ist es, was das griechische Denken mit Jesus anstellte. Auch heute ist dies kein unbekanntes Problem. Der Zeuge Jehovas, der an ihre Tür klopft, hat dasselbe Verständnis von Jesus. Er denkt griechisch über Jesus. Er kann nicht akzeptieren, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Der Apostel Johannes, der als einziger Apostel noch am Leben war, wohnte damals hochbetagt in Ephesus, gemeinsam mit Maria, der Mutter Jesu, bis diese starb. Sie werden im Film sehen, wie ich am Grab des Apostels Johannes stehe und dem Herrn einfach für diesen Mann danke. Er schrieb ein Evangelium und drei Briefe, um dieses Problem zu behandeln. Das Ziel des Johannes-Evangeliums können wir sehr einfach erklären. Es ging darum, den Menschen zu sagen: Ihr müsst weiterhin glauben, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Der kürzeste Vers im Johannesevangelium und der gesamten Bibel betont die Menschlichkeit Jesu und lautet: Jesus weinte am Grab von Lazarus. Er war vollkommen menschlich. Tatsächlich ist Jesus im Johannesevangelium menschlicher, wenn man es so sagen kann, als in den anderen drei Evangelien. Und er ist gleichzeitig deutlich göttlicher als in den anderen drei. Johannes lässt sieben Zeugen aussagen, dass Jesus Gott ist.
Er berichtet über 7 Wunder, die sensationeller sind als alles, was wir bei Matthäus, Markus und Lukas finden. Und er bringt 7 Aussagen, ich bin, was der Name Gottes ist. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der wahre Weinstock, ich bin die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Manchmal sagt er einfach nur, ich bin. Johannes war sehr wagemutig, als er sich den Kopf über die Frage zerbrach, wie nennt man Jesus, bevor er geboren wurde? Denn er wurde nicht Jesus genannt, bevor er gezeugt wurde. Das ist nur sein menschlicher Name. Mit verwegener und genialer Kühnheit erklärte er, er ist der Logos. Der Logos ist jedoch kein Halbwesen zwischen Gott und Mensch. Am Anfang war der Logos, und der Logos war Auge in Auge mit Gott. Und der Logos war Gott. Kein Demiurg. Nicht nur auf halber Höhe der Werteskala. Er war Gott. Und der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Verstehen Sie nun, worum es im Johannesevangelium eigentlich geht? Er sagt, dass Jesus ganz dort oben war und ganz dort unten. Er ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Er ist der Logos, der beides ist. Nicht der Logos irgendwo dazwischen. Nun, wir könnten noch viel Zeit damit verbringen, doch ich muss mich beeilen. Ich möchte noch einen anderen Aspekt erwähnen, dann gibt es eine kleine Verschnaufpause. Das freut Sie bestimmt, oder? Diese erleichterten Blicke. Nur zu, ich kann Sie gut verstehen. Ich möchte nur noch diesen Teil der Geschichte beenden. Ich habe mich auf den Südwesten der Türkei konzentriert. In dieser Region fand die erste wichtige Begegnung statt und dort trat Jesus selbst mit Briefen auf den Plan sowie mit einer Offenbarung der Zukunft. So versuchte er, diese Gemeinden reinzuerhalten und zu verhindern, dass sie von der griechisch-römischen Welt aufgesogen wurden. Doch jetzt möchte ich, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit Afrika zuwenden, wo ich fürchte, dass die Schlacht verloren wurde. Die Schlacht wurde im Südwesten der Türkei gewonnen und viele Christen bezahlten den hohen Preis des Martyriums. Männer wie Polycarp, der Bischof von Smyrna, dem heutigen Izmir. Doch in Afrika wurde die Schlacht verloren. Begleiten Sie mich nun zunächst in die Stadt Alexandria, wo der jüdische Gelehrte Philo lebte. Nun kamen christliche Gelehrte an dieselbe Universität, insbesondere 2, die Clemens und Origenes hießen. Sie machten sich dieselbe allegorische Methode des Bibelstudiums zu eigen, bei der man die Bibel nicht wörtlich nimmt, sondern versucht, dahinter eine geistliche Bedeutung zu finden. Einen versteckten Code, eine spirituelle Bedeutung. Ich nenne das Supergeistlichkeit, weil die Griechen supergeistlich wurden. Diese christlichen Gelehrten folgten Philo in dieser Methode und viele christliche Prediger tun es noch heute. Ein Beispiel. Haben Sie gehört, wie Prediger über das Wasser sprechen, das am Ende des Buches Hesekiel aus dem Tempel fließt? Zunächst ist es knöcheltief, dann knietief und schließlich geht es bis zur Hüfte? Sie gebrauchen es als eine Allegorie. Sogar im 20. Jahrhundert. Nun, die erste Frage, die ich zu Hesekiels Vision stelle, ist folgende. Bedeutet Wasser hier Wasser oder etwas anderes? Und wenn Sie es lesen, erkennen Sie, dass eindeutig Wasser gemeint ist, H2O. Das ist seine einfache und direkte Bedeutung. Dieses Wasser fließt tatsächlich an einem geografischen Ort. Es fließt in ein Tal, hinunter in Richtung Totes Meer, und es erreicht einen spezifischen Ort, der Ein-Gedi heißt. Dann füllt es das Tote Meer mit frischem, lebendigem Wasser. Fischer gehen an der Küste des Toten Meeres ihrem Handwerk nach. Es ist eine einfache Vision dessen, was Gott tun könnte und tun wollte. Das Tote Meer mit Frischwasser versorgen, Halleluja. Aber nein, wir müssen eine allegorische Bedeutung finden. Nun frage ich Sie, was ist die allegorische Bedeutung Ein-Gedis? Ich glaube einfach, es bedeutet Ein-Gedi. Was ist die allegorische Bedeutung der Fische? Aha, Evangelisten, wer hat das noch behauptet? Oder ein anderes Beispiel. Nach der Auferstehung sagt Jesus, ich werde euch in Galiläa treffen und die Jünger ziehen nach Norden.
Sie hängen dort ein paar Tage herum und Jesus taucht nicht auf, während Petrus nicht stillsitzen kann. Daher sagt er, ich gehe fischen. Johannes sagt, okay, ich komme mit. Er will lieber irgendetwas tun, als untätig zu bleiben. Sie gehen also fischen, arbeiten die ganze Nacht durch und fangen nichts. Ich habe eine Nacht mit Fischern auf dem See Genezareth verbracht, eine wunderbare Erfahrung. Wenn sie das Netz auswerfen, können sie 5 Fische fangen, vielleicht auch 7, wenn sie Glück haben. Sie werfen es also immer wieder aus. Doch die Jünger arbeiten die ganze Nacht und fangen nichts. Am Morgen geht die Sonne auf und ein Mann steht am Strand, der ihnen sagt, ihr macht das völlig falsch. Wissen Sie, wenn Sie einem Fischer begegnen, wartet er nur darauf, dass Sie ihm einen Rat erteilen. Er wartet darauf, dass jemand kommt und sagt, du machst das ganz falsch. Versuch mal Folgendes und du wirst einen großen Fang machen. Versuchen Sie das mal mit dem nächsten Fischer, dem Sie begegnen. Er wird Ihnen sehr dankbar sein. Der Mann sagte, werft es dort aus, nicht hier. Sie werfen es also an der Stelle aus und fangen mit einem Wurf 153 Fische. Sie werden nicht glauben, was Prediger schon versucht haben, daraus zu machen. Die Lieblingsinterpretation von 153 lautet, wenn Sie die 12 Apostel nehmen und sie mit sich selbst multiplizieren, erhalten Sie 144. Multiplizieren Sie die 3 Personen der Dreieinigkeit miteinander, so erhalten Sie 9 und 144 plus 9 ergibt 153. Daher ist diese Zahl ein Symbol für die 12 Apostel plus der Dreieinigkeit. Und das ist noch der vernünftigste aller Vorschläge, die gemacht wurden. Der Zahl 153 sind Dutzende allegorischer Bedeutungen zugeschrieben worden. Ich werde Ihnen die wahre Bedeutung der 153 geben. Sie lautet, es waren unglaublich viele Fische. Verstehen Sie, was ich meine? Wir fangen an, Dinge in die Bibel hinein zu interpretieren, eine versteckte geistliche Bedeutung zu suchen. Lassen Sie uns einfach den Herrn preisen, dass es viele Fische waren. Kommt es bei Ihnen an? Wir tun es alle. Doch ich fürchte, Clemens und Origenes begannen diesen Ansatz in die christliche Gemeinde einzuführen. Und natürlich können sie die Bibel alles sagen lassen, was sie wollen. Doch nun müssen wir uns an der afrikanischen Küste entlang nach Westen bewegen, ins heutige Tunesien, zu einer kleinen Ein-Pferd-Stadt. Ich gebrauche diese Bezeichnung mit Bedacht, weil die Stadt Hippo genannt wurde. Und Hippo ist das griechische Wort für Pferd. Das griechische Potamus bedeutet Fluss, daher wird das Flusspferd Hippopotamus genannt. Doch diese Stadt wurde einfach Hippo genannt, eine Ein-Pferd-Stadt in Tunesien. Dorthin sandte man einen jungen Mann als Bischof, der heute zum berühmtesten Mann der Kirchengeschichte geworden ist. Sein Name lautete Augustinus. Augustinus wurde in Italien erzogen, wo er eine klassische Bildung erhielt, die man Neoplatonismus nannte. Das heißt, eine modernisierte Form der Lehren Platos. Doch wie die meisten Produkte dieser Kultur gingen sein Körper und seine Seele unterschiedliche Wege. Das kann geschehen, wenn man einen Menschen dermaßen aufteilt. Seine Seele studierte Philosophie und strebte nach dem Guten, während sein Körper promiskuös wurde. Er hatte eine Geliebte und einen unehelichen Sohn, den er später im Stich ließ. Er war ein schlechter Mensch. Doch damals glaubte man nicht, dass der Umgang mit dem Körper einen Einfluss auf die Seele hätte. Beide wurden streng voneinander getrennt. So sah sein Leben aus. Er schloss sich sogar der Sekte der Manichäer an, die die physische Materie für unheilbar böse hielten. Das Physische war böse. Natürlich konnte er, so wie er lebte und wie er mit seinem Körper umging, daran glauben. Auf diesem Hintergrund wurden ihm seine Sünden bewusst. Augustinus stand im Kontakt mit einem sehr frommen Bischof namens Ambrosius von Mailand, der ein Lied geschrieben hat, das Sie wahrscheinlich schon oft gehört haben. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Kennen Sie es? Das Te Deum von Bischof Ambrosius, ein sehr frommer Mann. Wenn Sie die Bekenntnisse von Augustinus gelesen haben, dann wissen Sie, dass seine Bekehrung sehr dramatisch ablief und er danach viel von diesem frommen Bischof Ambrosius lernte. Dann wurde er auserwählt, der Bischof von Hippo im heutigen Tunesien zu werden, und so zog er dorthin. Zunächst predigte er ein einfaches Evangelium, verkündete Gottes Wort so, wie es dastand. Doch dann begann er, gegen Dinge und Menschen zu predigen und Schriften gegen sie zu verfassen. Sie können nachverfolgen, was leider geschah. Je mehr er sich in seinen Schriften und Predigten gegen Menschen wandte, desto stärker wurde der Einfluss seines alten Denkens.
Was ich schlicht und einfach sagen möchte, ist Folgendes. Mehr als jeder andere hat Augustinus den christlichen Glauben umgestaltet und in ein griechisches Bezugssystem gepresst, wodurch er seitdem die gesamte Gemeinde beeinflusst. Im zweiten Teil des heutigen Abends werde ich Ihnen einige Beispiele nennen, gleich nach der kurzen Pause. Deswegen lasse ich Sie jetzt weg. Aber Katholiken blicken auf Augustinus als den Vater ihres Glaubensverständnisses zurück, genauso wie Protestanten. Sowohl Katholiken als auch Protestanten betrachten diesen Mann als den größten Theologen der Kirche. Martin Luther war ein augustinischer Mönch, der nach der Lehre des Augustinus erzogen wurde. Calvin studierte Augustinus an der Universität von Paris. Und sein Magnus Opus, sein Hauptwerk, dieses umfangreiche Lehrbuch Unterweisung in der christlichen Religion, wird meiner Ansicht nach zu Recht als systematischer Augustinismus beschrieben. Ich bin als Methodist von der Annahme geprägt worden, dass die vier großen Persönlichkeiten in der evangelikalen Tradition Paulus, Augustinus, Luther und Wesley gewesen seien. Dann traf ich andere, die Paulus, Augustinus, Luther und die Puritaner anstelle der Methodisten für entscheidend hielten. Doch Augustinus erscheint im Familienstammbaum jeder christlichen Denomination. Alle blicken auf ihn zurück. Allerdings glaube ich allen Ernstes, dass er der christlichen Kirche mehr Schaden zugefügt hat als jeder andere Mann. Ich staune über seine Bekehrung, sie war wunderbar. Doch den christlichen Glauben in neoplatonisches Denken umzuformen, statt ihn in hebräischen Begriffen zu verstehen, war eine Katastrophe. Die Gemeinde hat sich sowohl vor als auch nach Augustinus ihrer hebräischen Wurzeln entledigt. Ostern wurde schnell vom Passafest getrennt. Ebenso wie der Pfingstsonntag vom jüdischen Wochenfest und Weihnachten siedelte man zeitlich Monate nach dem Laubhüttenfest an. Als die Gemeinde ihre jüdischen Wurzeln aus der Erde zog, verwurzelte sie sich gleichzeitig in der griechischen Philosophie, in der römischen Praxis und in heidnischen Bräuchen. Weihnachten ist ein heidnisches Fest. Es hat mit Christus überhaupt nichts zu tun. Es entstand einfach nur, weil ein Papst einen weiteren Augustinus nach Canterbury schickte, um diese furchtbaren Engländer zu bekehren. Besagter Augustinus schrieb an den Papst und erklärte, ich kann ihnen nicht einmal ihr Fest zur Wintersonnenwende abgewöhnen, ihre Orgie, bei der sie essen und trinken, Lieder singen und bei der 12 Tage lang ein auserwählter Mann in jedem Dorf mit allen Mädchen schlafen darf. Er ist der Herr der Julzeit. Denken Sie an das bekannte Lied »Die 12 Tage von Weihnachten« und »Meine wahre Liebe sagte zu mir«. Sie haben keine Ahnung, was Sie da wirklich singen. Der Papst antwortete ihm, wenn wir sie nicht besiegen können, schließen wir uns ihnen an. Wandle es in etwas Christliches um, mach es zu einem unserer Rituale. Und so wurde Weihnachten zu einer heiligen Kuh. Wenn Sie es wagen, Weihnachten zu kritisieren, tasten Sie etwas derart Heiliges an, obwohl es sich nur um ein heidnisches Fest handelt, das integriert wurde, weil die Menschen es nicht aufgeben wollten, als sie zu Christus kamen. Aber das ist eine andere Geschichte und wie ich hier sehe, bringt die mich schon in Schwierigkeiten. Es gab also Augustinus und einen weiteren Mann namens Aquinas. Sein Name lautete eigentlich Thomas, doch er stammte aus Aquin in Italien, daher nannten sie ihn Thomas von Aquin oder Thomas Aquinas. Er brachte nicht Plato in die Gemeinde, sondern Aristoteles. Er sorgte dafür, dass eine natürliche Theologie, die sich auf den Verstand stützte, Einzug hielt. Er unterschied sich von Plato, da Plato die geistliche Welt als real ansah, während Aristoteles die natürliche Welt für echt hielt. Er legte die Grundlagen für die Wissenschaft und für evangelikale Skepsis. Ich habe keine Zeit mehr dafür, aber es gibt einen wunderbaren Aufsatz in einem Buch, das John Stott zu seinem 80. Geburtstag gewidmet wurde. Dort wird aufgezeigt, wie sich Evangelikale auf Aquinas und Aristoteles berufen und alles, was nicht rational ist, anzweifeln. Wir sind also wohl oder übel alle von diesem griechischen Einfluss betroffen. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Der zweite Teil wird interessanter, das verspreche ich Ihnen, weil wir dort einige der Bereiche betrachten werden, in denen unser christliches Denken auch heute noch vom hebräischen Denken abweicht und wie wir das in uns selbst heilen können.